Abend und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von 7 Tage, 7 Köpfe. Ich freue mich heute ganz besonders eine 7 Tage Ikone zu begrüßen. Er ist bei uns. Kalle Pohl ist in der Haus. Danke. Wir freuen uns, danke, ja? Danke. Kalle, ich versuche jetzt mal investigativ nachzumachen. Wie war das denn damals, als du noch klein warst? Als ich noch klein war, lieber Guido, da waren deine Witze noch neu. Shots feiert. So, zum beherrschenden Thema. Auch diese Woche war natürlich der furchtbare Krieg in der Ukraine das Thema. Und immer noch wissen weder Olaf Scholz noch Frank Plasberg, wo das Ganze hinführen wird. Letzte Woche haben wir noch, ich ganz besonders, Witze über Gerhard Schröder gemacht. Und jetzt macht der Ex-Kanzler ernst. Ja, obwohl beim Gerhard würde besser passen, jetzt gibt er Gas. Vorgestern hat sich der Friedensengel von Hannover mit Wladimir Putin in Moskau getroffen. Kleine Motivation, Gerhard. Wenn das mit dem Frieden wirklich klappt, kriegst du alle deine Ämter zurück. Wenn nicht, alle deine Ex-Frauen. Tobias, wie schätzt du die Lage ein? Ja, also weil Putin Angst davor hat, dass die NATO zu nah an ihn ranrückt, will er nun die Ukraine einnehmen und wird damit eine direkte Grenze schaffen mit den NATO-Staaten Polen, Ungarn, Rumänien und der Slowakei. Danke, das war schon die Pointe. Ja. Lustig ist das nicht, ja, aber vielleicht könnte ja Gerhard Schröder, Altkanzler und Hannovers offizieller Meisenknödelbeauftragter, uns nach seinem Besuch erklären, was sein lupenreiner Freund davor hat. In Hannover überlegt man, Schröder die Ehrenbürgerschaft der Stadt zu entziehen. Und das wäre wohl mal ein absoluter Präzedenzfall. Zum ersten Mal wendet sich Hannover von einem Menschen ab und nicht umgekehrt. Ja. Andererseits kann Schröder im Moment nur gewinnen. Ist er in Moskau erfolgreich, steht demnächst in Hannover sogar ein Schröder-Schrein, bringt seine Reise nix, reicht sicher noch für die Ehrenbürgerschaft. Also in Moskau. Sehr gut. Ja. Putin und Schröder waren mal zusammen in der Sauna. Es stimmt, glaube ich. Ne? Es fängt wie Witz an, aber es stimmt. Nee, das, es stimmt wirklich. Wir haben sogar einen Ausschnitt. Pass mal auf, hier, Gerhard Schröder in einem Interview. Wir hatten russische Weihnachten zusammen gefeiert. Ich war noch Kanzler. Wir gingen in die Sauna, die Damen schliefen noch. Und ich sagte, hast du ein Stützbier? Muss ich ihm erklären, was ein Stützbier ist? Das ist das Bier, das man morgens braucht, wenn man abends zu viel getrunken hat. Und das habe ich dann auch bekommen. Und auf einmal begann die Sauna an zu brennen. Also nicht nur der heiß wurde, sondern der war richtig Feuer in der Hütte da. Und dann natürlich große Aufregung und alle möglichen Leute in Bewegung. Und er sagt, wir müssen sofort hier raus. Ich sage, Moment, ich will erst mal ein Bier austrinken. Ja, das könnte, oder? Man weiß es nicht ganz genau. Vielleicht hat Putin ja auch nur das Feuer extra gelegt, damit der Schröder nicht mehr nackt sehen muss. Man weiß es ja auch nicht. Ne? Aber Schröder, oder? Ey, Schröder hier. Nein, nein, ich trinke jetzt erstmal mein Bier aus. Ne? Ey, voll der harte Typ. Oder Alkoholiker, ganz wie man sieht. Ja. Ja. Viele wundern sich ja, dass Putin noch kein Corona hatte. Aber Viren haben auch ihren Stolz. Oh. Oh. Ja. Ja. Also, ich glaube ja, der Schröder, der lacht uns aus. Der lacht über uns. Mit dem Geld für das Gas, das wir von seinem Befehlshaber kaufen, da wurden schon Millionen Menschen ins Elend getrieben. Und es kommt vielleicht noch viel schlimmer. Sieht doch so aus. Das muss aufhören. Das muss, wir brauchen kein russisches Gas. Wir wärmen uns wieder gegenseitig. Ja, sich berühren statt frieren. Sich reizen statt heizen. Ja, nichts wärmt die Körper mehr als abends ein Geschlechtsverkehr. Ich sage, make love, not nicht wahr. Soll ich dich mal in den Arm nehmen? Ja, bitte mach ich das. Oh. Ja. Hat sich das gelohnt, dass ich hergekommen bin? Ja. Ich fand's auch schön. Man muss ja auch total aufpassen wegen Fake News. Und ich meine, ich bin halb Amerikanerin, ich weiß, wovon ich rede. Im israelischen Fernsehen wurde zum Beispiel in einem Beitrag über den Ukraine-Krieg Szenen aus einem Star Wars-Trailer reingeschnitten. Wirklich, Star Wars. Ja, ja, oder?
Da fragt man sich, wo wird denn noch gemogelt? Ja, zeigen die beim Wetter dann Ausschnitte aus Game of Thrones? Der Winter naht, ja? Oder gestern in den Nachrichten haben wir auch irgendwas gesehen. Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich Friedrich Merz war. Merz will die Partei nun erneuern. Dafür greift Merz auch nach dem Fraktionsvorsitz. Junge Besen kehren gut, aber die alte Bürste kennt die Ecken. Apropos alte Männer, von vielen russischen Oligarchen werden ja jetzt die Yachten gepfändet. Ich hätte da eine super Business-Idee. Achtung, Höhle der Löwen, aufpassen! Und zwar würde ich alte, luftverpestete Oligarchenjachten umweltfreundlich umrüsten zu Tretbooten. Ja? Dann könnten Familien am Sonntag mit den Booten hier in Köln über den Fühlinger See schippern. Also zumindest mit einem. Ja? Eine 70 Meter lange Yacht, neu verkleidet als Plastikschwan. Ich fände es schön. Ne? Aber wirklich noch ein Tipp, wie man als Oligarch seine Yacht retten kann. Ein französischer Künstler hat es vorgemacht. Der hat nämlich ein Schiff gebaut, das aussieht, als würde es gerade untergehen. Guck mal. Das ist Wahnsinn, oder? Aber das ist... Ja. Das ist nicht wirklich kaputt, das ist so gemeint. Ich meine, das findet dir garantiert überhaupt keiner weg. Ja? Das ist ein Kunstwerk. Im Oligarchen übrigens wichtig, nicht Oligeißen. Der eine spricht Russisch, der andere einfach nur undeutlich. Ne? Das ist nicht verwechselt. Ja. Und die große Frage war ja eigentlich, die haben jetzt alle versucht, ihre Yachten irgendwie zu verstecken. Und da war die Frage, wo versteckt man denn eine Yacht? So, als Oligarch natürlich eigentlich in einer noch größeren Yacht. Ja, das ist der Plan normalerweise. Und meine Idee wäre, hey, ihr Oligarchen, probiert es doch mal wie normale Menschen, wenn ihr die Yacht schnell unauffällig loswerden wollt. eBay Kleinanzeigen, ja. Das wäre der Trick. Gut, ist ein bisschen nervig, da kriegt man natürlich so komische Rückfragen, was wie, was letzter Preis? Wie lange noch TÜV? Hast du Foto von unten? Schickst du auch an Packstationen? Krieg ich Hubschrauber dazu? Ist Cristiano Ronaldo dabei? Also das sind dann so die Kleinigkeiten. Ja.